Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen Script, was Fahrzeugverlust so in den Vordergrund stellt. Und zwar so, das klingt sich ein bei leichten Schnee, Schnee, Regen, so Gewitter und so weiter und so fort. Und so, das wird dann so sein, gleich auch zu sehen, wenn wir so in die Kurven gehen. So passiert nicht immer. Haben wir dann einen Fahrzeugverlust und ja, und somit haben wir keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug. Und ja, dazu habe ich mir einmal EasyTime installiert, um das Ganze zu simulieren. Wir haben jetzt hier gleich so Gewitter, zack. Und hier haben wir das Fahrzeug. Wir haben auch eine Liste, wo wir die Fahrzeuge eintragen, wo es halt nicht passiert. Also so, die werden halt quasi vom Script ignoriert. Aber dazu dann gleich mehr. Gut, ich würde sagen, wir fahren los und wir probieren das Ganze mal aus. Ja, zum Beispiel hatten wir keine Kontrolle mehr und es bricht halt komplett aus und somit können wir auch dann halt auch sterben, ne? Jetzt haben wir zum Beispiel auch keine Kontrolle mehr. Ne. Und wir können auch einstellen, wie oft das halt vorkommt in Prozentzahl quasi. Aber also das zeige ich euch gleich alles. Jetzt haben wir es wieder. So, wenn wir das Ganze heruntergeladen haben, dann müssen wir das Ganze einmal auspacken. Dann haben wir hier noch minus Main oder Master dahinter stehen. Das muss natürlich weg. Und hier kopieren wir uns dann den Ordnernamen einmal raus, gehen dann in den Resource-Ordner und ziehen diesen Ordner in den Resource-Ordner. Dann gehen wir einmal zurück und gehen in die Server-CFG und müssen das Ganze hier einmal starten. Speichern und den Server neu starten und somit haben wir das Script erfolgreich installiert. So, jetzt gehen wir noch mal in die Config, denn in der Config können wir so einiges einstellen. Ist zwar nicht viel, aber ja. Ich habe das komplett hier auf 100 so gedreht, um euch das Ganze halt öfter zu zeigen. Und so bei euch würde das standardgemäß, glaube ich, auf 35, 25 stehen oder so. So, damit könnt ihr halt rumspielen. Je höher so der Wert, desto öfter tritt dieser Effekt auf. Genau. Hier stehen jetzt noch Fahrzeuge drin, auch gelistet mit Namen, also als Kommentar halt einfach nur. Das heißt, diese Fahrzeuge werden ausgegraut. So, das heißt, dieses Script wird auf diese Fahrzeuge keinen Effekt haben. Ja. Wenn ihr jetzt noch Fahrzeuge habt, wo ihr sagt, ja, so, das ist unnötig, braucht das Fahrzeug nicht, so, dann schreibt es einfach hier halt unten drunter halt mit rein oder macht euch eine neue quasi Spalte so und könnt das Ganze dann mit Komma dann immer hier unten drunter hinzufügen. Ja, und mehr ist das auch nicht. Speichern, hochladen, fertig. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.